Hey, wollt ihr in Zukunft auch keine Gurtkringel mehr haben? Ah. Aye, aye, Captains. It's me, the coach. Kennt ihr den Beginn eurer Reise? Ihr habt immer hier diese große Rolle. Was macht ihr als erstes? Ihr rollt sie aus. Ja, das war nicht so geplant, aber wie immer, ich bin ja für alle Eventualitäten vorbereitet. Was habt ihr, wenn ihr sie ausgerollt habt, am Ende in der Regel? So ein geknicktes Ende. Und welche Probleme haben wir mit diesem geknickten Ende? Wir schaffen es in der Regel nicht, das hier einzuführen. Das fällt uns super schwer. Und damit ihr das nicht mehr habt, sondern wir sind ja schon wieder vorbereitet, ein gerades Ende, möchte ich euch gerne was an die Hand geben, wie ihr in Zukunft euer Gurt aufrollt. Dazu ganz einfach, normalerweise fangen viele so einfach an zu rollen, so ganz klein und haben sie hier so eine kleine Knubbelwurst. Das machen wir nicht mehr. Wir fangen einfach in Zukunft anders an. Wenn ihr dieses Gurtband hier einfach so habt, lasst einfach so ein bisschen runterhängen. Und jetzt fangt ihr einfach ganz entspannt hier oben an zu rollen. Die Größe, wie ihr anfangt, ist erstmal total egal. Ihr könnt das vollkommen relaxed und locker lassen. Der andere Vorteil, den ihr gerade habt, ihr fangt mit einer größeren Rolle an, das heißt, es dauert nicht mehr so lange. Der nächste Vorteil, den ihr habt, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, ihr rollt jetzt quasi dieses Stück Gurtband am Ende ganz komfortabel hiermit ein. Es liegt quasi auf der großen Außenbindung drauf. Es ist nicht mehr so geknickt und gedrillt. Und dann könnt ihr bis zum Ende rollen. Und genau das habe ich euch auch wieder vorbereitet. Wenn wir ans Ende kommen, dann sieht unsere Rolle so aus. Und das Schöne an dieser Rolle, wir haben sie ja, habe ich euch ja vorhin gesagt, wir brauchen sie noch gar nicht zu hart aufrollen. Weil wenn wir sie so ein bisschen locker lassen, guck mal, dann könnt ihr so ein cooles Gadget hier machen. Aber was ist das Entscheidende? Ihr könnt jetzt mit diesen zwei Fingern oder diesen zwei Fingern einfach hier so in die Mitte reingreifen und dann könnt ihr das drehen. Und wenn ihr irgendwann hier noch ein bisschen zieht, dann kriegt ihr auf einmal hier eure Spannung ins Gurtband rein. Und jetzt könnt ihr das schön fixieren, die Rolle, wenn sie etwas fester ist, das ist ja das Schöne, dann fällt sie nicht mehr auseinander, das heißt, sie purzelt nicht mehr raus und ihr könnt sie ganz entspannt verstauen. Ich hoffe, euch mit diesem Tipp mega weitergeholfen zu haben. Denkt an euer geknicktes Ende, das brauchen wir nicht, weil dann habt ihr es leichter, später in der Ratsche einzufädeln. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.